Ich kann mir schon vorstellen, wie ich in 3 Wochen aussehen werde. Und zwar so wie diese Teile. Butterig. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lidl-Haul. Ich war gerade wieder bei Lidl shoppen für 128,53 Euro. Ich sag's euch. Lidl macht mich arm. Und ich habe gerade einfach die Sachen hier so hingestellt, wie sie aus dem Auto kamen. Und fang ganz durcheinander, fang einfach da an, was gerade in mir in die Hände fällt. Und ich muss mich auch ein bisschen beeilen, denn da sind auch ein paar Sachen drin, die für den Tiefkühler sind. Deswegen, ja, fange ich einfach direkt jetzt mal an. Zuallererst fallen mir hier die Windeln in die Hand und momentan kaufe ich immer die Soft and Dry Pants von Lidl, Größe 6. Das ist für 16 plus Kilo. Sie wiegt 15 Kilo, aber sie ist so krass am Pischern nachts, dass sie auf jeden Fall diese Größe braucht. Und die Lili Du haben wir auch noch, aber die haben leider keine Panties, also diese Windelschlüpfhosen. Und deswegen nehmen wir momentan die nachts. Mittags hat sie eigentlich keine Windel mehr. Manchmal geht was daneben, aber wir sind gerade dabei, dass wir sie trocken kriegen. Zumindest über den Tag, über den ganzen Tag drüber. So, weiter geht's mit Toastbrot. Tiny isst super gerne Toastbrot, abends vor allem. Ich koche mir hier immer einen ab. Und mache die tollsten Gerichte und am Ende isst sie einfach nur ein Brot mit Käse oder ein Brot mit Wurst oder so oder ein Brot mit Marmelade. Marmelade ist auch hoch im Rennen hier. Weiter geht's. Hier fällt mir das Suppengemüse in die Hände und ich finde Suppengemüse immer super praktisch, weil es davon halt immer nur so ein paar Sachen in dieser Dose, in dieser Verpackung gibt. Denn wenn ich so eine ganze Packung zum Beispiel ein Kilo Möhren hole, weiß ich, zu 100% schmeiße ich die Hälfte weg, weil wir die einfach nicht aufkriegen und die so schnell schimmelig werden. Genauso geht es mit den Zwiebeln und mit diesem Navet-Alter-Falter. Ich weiß schon wieder nicht, wie das heißt. In keinem Lidl-Hall weiß ich, wie dieses Teil heißt. Lila Rübe. Lila Rübe. Ihr wisst, was ich meine. Dann einmal ein Dreierpack Sahne, Creme Légère, also zum Kochen, Kochsahne. Kann man immer gut gebrauchen. Ist immer, immer nützlich, wenn man irgendwelche Soßen machen will oder so. Dann 4 Avocados. Tiny liebt die. Und wenn ich ihr Guacamole mache, kann ich mir sicher sein, dass sie eine komplette Avocado allein verdrückt. Und da sie eine sehr schlechte Esserin ist, mache ich das einfach manchmal. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass sie isst. Lecker, lecker Weinchen. Ich bin totaler Riesling-Fan und beim Lidl kostet der nicht so viel. Ich weiß nicht, wie viel er woanders kostet, aber für mich ist ein Wein so, ja, der so 3 bis 4 Euro kostet, nicht viel. Und dafür ist der aber sehr lecker und deswegen kaufe ich den eigentlich fast jede Woche. Das heißt, ich trinke jede Woche eine Flasche Wein. 2 Zucchinis und die sind mega fett, mega dick. Ich wusste gar nicht, dass es so, im Winter noch Zucchini-Saison ist. Naja, fragt man sich auch, woher die kommen, aus welchem Gewächshaus, ne? Dann gab es gerade heute Rosenkohl. Choux de Bruxelles heißt das hier in Frankreich. Und als ich klein war, habe ich den gehasst. Mittlerweile liebe ich ihn. Und ich glaube, den machen wir jetzt zum Mittagessen. I love it. Und. Womit mache ich weiter? Eine Gurke. Eine Gurke in Plastik. Leute, ich sag's euch, warum, oder wie ich sag's euch, Leute, ich frag mich, warum sind die Gurken in Plastik eingeschweißt? Ich habe bei den Biogurken geguckt, dachte mir, komm, hol ich eine Biogurke, ist da kein Plastik drum? Die waren auch in Plastik eingeschweißt. Also, muss man erstmal bringen. Das versteht kein, also, ich versteh's nicht. Einmal hier Feldsalat in so etwas größerer Form. Die sind so einzeln da reingelegt. Da sind so die ganzen Röschen quasi noch zusammen. Finde ich mega lecker, weil das ein bisschen größer ist. Finde ich irgendwie cooler, als wenn das, wenn der schon so verfleddert, blätterig in den Verpackungen ist. Auch hier wieder großer Nachteil. Ich habe kaum was gefunden bei Lidl, was man ohne krass mega viel Plastikverpackung kaufen kann. Hier genauso der Rucola-Salat. Plastikverpackung plus Plastik Plastikschale. Mega viel Plastik. Also Lidl, vielleicht ein bisschen weniger Plastik gebrauchen. Dann würde ich auch wesentlich mehr an Obst und Gemüse bei euch einkaufen.
ein Vollkornbrot. I love it. Seit meiner Schwangerschaft stehe ich voll auf dieses Vollkornbrot. Vollkornbrot mit Gouda. Mm. Seitdem ich schwanger war. Ja. Huch, jetzt fällt mir hier schon die Avocado runter. So, einmal noch Honig, denn wenn man Rucola sagt, dann sagt man auch Honig. Das gehört bei mir irgendwie zusammen. Mit Feta brauche ich auch nicht erklären, wa? Dann hier noch ein Wirsing-Suppe. Es wird kalt, es ist Winter. Also bei uns ist eigentlich noch Herbst. Die ganzen Blätter sind noch grün, rot. Ne? Es ist bei uns alles so ein bisschen immer, ich habe das Gefühl, der Sommer fängt bei uns eher an und hört später auf. Eigentlich eine ganz gute Mischung. Bei uns ist jetzt erst Herbst. Deswegen kommt bei mir auf jeden Fall ein Wirsing mit in die Tüte. Wo mache ich weiter? Endiven, sprich Chicorée. Auch ein Klassiker bei mir. Ich habe das Gefühl, ich zeige euch fast das Gleiche eigentlich jedes Mal. Aber irgendwie liebt ihr meine Lidl Halls. Ihr könnt mir ja mal schreiben, warum. Denn für mich ist das immer noch ein Mysterium, warum man sich Halls anguckt, Food Halls. Mich selber interessiert das gar nicht, aber wenn es euch interessiert, mache ich das gerne. Dann ein paar Pilze und die muss ich jetzt gleich wegschnabulieren, quasi aufmachen und direkt verkochen. Denn bei mir oder hier, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Deutschland, die halten nicht einen Tag. Die sind, wenn ich die so lasse, sind die morgen komplett verschimmelt. Nicht komplett, aber die fangen an zu schimmeln und das wollen wir ja nicht. Dann, neu entdeckt bei Lidl, ein Poulet Rôti, also ein Brathähnchen. Kann man jetzt denken, was man will. Ich finde es auch nicht sehr, sehr, sehr appetitlich. Vor allem, weil das nur 5,22 Euro kostet. Und normalerweise kostet so ein Brathähnchen so ab 10 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Wenn das Freilandhaltung, Hähnchen sind und so. Ne? Also bei dem kannst du sicher sein, das hat nicht seine Körner im Feld, im Gras gesucht, sondern schön in der Legebatterie. Aber, kein Aber. Ich wollte es trotzdem ausprobieren, weil es irgendwie lecker fand. Und die Tüte ist mal kein Plastik. Das ist, ich weiß nicht, ob es recycelbar ist. Doch. Doch, beides ist recycelbar. Steht drauf. Pluspunkt für dieses Hähnchen, das kein Freilandhähnchen ist, höchstwahrscheinlich. Dann einmal Himbeeren? Framboise. Himbeeren. Ja, Himbeeren. Himbeeren. Keine Ahnung, warum es die noch gibt. Jetzt im Herbst, Winter, denkt man sich auch mal wieder, ne? Das gleiche wie bei den Zucchinis. Wo kommt ihr bloß her? Und, Alter, jetzt schaut euch das mal an. Guckt euch mal diese Blaubeere an. Seht ihr das? Die ist größer als mein Daumen. Sieht man das? Die da. Nur deswegen habe ich die mitgenommen. Eigentlich esse ich die gar nicht so gerne, aber ich fand es so krass und so, ja, appetitlich sah das aus. Ich finde, so eine fette Blaubeere sieht lecker aus. Da hast du Bock reinzubeißen. Mm, und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Eins, diesmal nur eins. Obacht, diesmal nur eins. Ein Bledi-Chef für Tiny Miney. Sie liebt diese Lilanen, egal ob das mit, jetzt ist hier Risotto und Champignon. Manchmal ist das mit Zucchini und Nudeln. Aber ich soll ihr ganz oft diese Dinger machen, da fragt sie selber nach. Die scheinen ihr gut zu schmecken. Ich finde die ja nicht so lecker. Huch, da fällt mein Freund gerade vorbei. Ha. Hier können wir momentan Punkte sammeln bei Lidl. So eine Sticker. Pro Einkauf kriegt man dann, ne, seine Punkte. Und ich habe es geschafft, irgendwas mit 15 oder 18 Sticker zusammenzubekommen und konnte mir ein Kuscheltier aussuchen und habe mir dann den Obelix ausgesucht. Das ist halt, da sind die ganzen Kuscheltiere von Asterix und Obelix. Beim nächsten Mal nehme ich wahrscheinlich den Idefix, den kleinen Hund, dazu. Aber mal schauen, was Tiny dazu sagt, ob sie den mag. Naja, ne? Mal schauen. Einen ganzen Strauß Bananen, sagt man das? Einen ganzen Strunk Bananen. Die kommen aus Afrika, da achte ich drauf, weil alle Bananen und alle Sachen, Obst und Gemüse, die aus Afrika nach Frankreich kommen, kommen hier in Port-Vendres bei uns an. Und ich habe da mal mit der Klasse, mit der Schule eine Besichtigung gemacht in den am Hafen, wo die ganzen Container und die ganzen Container mit den ganzen Bananen und sowas ankommen und gelagert werden. Durfte ich eine Führung mitmachen und seitdem kaufe ich nur noch Bananen, die aus Afrika stammen, weil die nämlich direkt bei uns hier ankommen. Und das unterstütze ich natürlich. Und dann werden die natürlich auch weiter nach Deutschland und so verschickt. Also kauft nur noch Bananen aus Afrika, nicht mehr aus Costa Rica. Röstis.
love it. I love it, I love it. Dann einmal noch diese hier, die habe ich noch nie beim Lidl gesehen. Das sind Steakhouse Pommes, das sind diese großen. Entweder habe ich noch nie drauf geachtet, aber ich habe sie wirklich noch nie da gesehen. Also das scheint neu im Sortiment zu sein. Ein Klassiker, Madeleine für Tanis Frühstück oder für den Nachmittagssnack. Sie mag sehr, sehr gerne Madeleines, aber ich auch. Also nicht denken, dass ich mir die vom Mund abfahre. Die wandern genauso in meinen Mund und dann auf meine Hüften. Diesen Géramont Le Doux Crémeux. Es ist der Géramont in der Billigvariante. Der echte kostet irgendwas mit 4 Euro und der kostet irgendwas mit 2 Euro. Schmeckt uns aber genauso lecker. Kochschinken. Auch jedes Mal, wenn ich da einkaufe. 4 Scheiben sind da drin. Und das ist der am Stück. Das ist nicht der zusammengemanschte, der nachher zusammengepresst ist und dann geschnitten. Nein. Das ist der richtige. Hähnchenschenkel. Wie gesagt, kein veganer oder vegetarischer Foodtoll. Ist hier in Frankreich, zumindest bei meinem Freund, unmöglich, dass wir vegetarisch werden. Aber ich könnte es auch nicht. Also ich habe es versucht. Ich habe mal 4 Wochen lang, waren das 4 Wochen? Nee, 40 Tage, habe ich mal vegan gelebt in Köln. Und es hat mir nichts gebracht, nicht gefallen. Auf jeden Fall bin ich wieder zu ganz normalem Essverhalten. Normal, in meinen Augen, normalem Essverhalten gerutscht. Zweimal kein Lachs. Der andere. Tweet. Ihr wisst, was ich meine. Forelle. Geräucherte Forelle. So. Dreimal Entrecote. Ich finde die vom Lidl, muss ich dazugeben, wirklich gut. Das sind diese Entrecote. Und da meine Eltern jetzt am Wochenende kommen, habe ich mir gedacht, komm, tue ich mal eine Runde Entrecote aus. Für mich heute Abend gibt es etwas Lachs und ich finde den frischen Lachs vom Lidl super lecker. Der ist richtig zart. 30 Minuten in den Ofen und fertig ist mit ein bisschen Lauch. Mega, mega lecker. Wirklich. Kann ich euch nur ans Herz legen, den mal zu kaufen. Den gibt's auch im ganzen Stück. Aber ja, jetzt habe ich einfach die Filets mitgenommen. Dann Perle de lait Vanille. Eigentlich für Steph, aber Tiny ist auf den Geschmack gekommen und will jetzt immer nur noch den Joghurt von Papa. Kein Milchzweig-Joghurt mehr, also sie isst ihre Joghurts nicht mehr, sondern will immer nur noch den blauen von Papa haben. Einmal Hackfleisch für den Wirsing, für die Wirsingsuppe. Wir sind gleich durch. Erbsen und Bohnen. Mag ich super gerne, esse ich super oft und ja, keine Ahnung, deswegen kommen die jedes Mal mit in den Einkaufswagen, weil die jede Woche leer sind. Muskat, random Muskat bei alle. 2x Riette de Mons, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, 2x, auch für meine Eltern, beziehungsweise einen für uns, einen für meine Eltern. Ich habe schon mal ein bisschen vorgekauft, weil ich weiß, dass mein Vater die auch so gerne mag. Schön aufs Baguette und dann ab dafür. Oh mein Gott, Mini-Marzipan-Butterstollen. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich in 3 Wochen aussehen werde. Und zwar so wie diese Teile, butterig. Ich halte mich zurück, aber da konnte ich nicht Nein sagen. Das ist auch für meine Eltern. Macarons, ich meine, wenn die schon mal hier in Frankreich sind, ja, ich könnte die auch selber machen, aber nein, keine Zeit. Irgendwann hört auch der Spaß hier auf. Reis in ganz normal, ohne Sachet. Also loser Reis, der nicht aneinander klebt, und es gab den in dieser Verpackung, in dieser Verpackung und einen noch in einer Plastikverpackung. Und was nehmen wir? Natürlich Papierverpackung, Karton. Dann 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 Eier diesmal. Ich brauche immer so viele Eier, obwohl die Oma von Steph eigene Hühner hat und die uns auch noch immer Eier zuschiebt. Bei uns, wir haben einen Eierverbrauch, das glaubst du nicht. Dann hier einmal WC-Klo-Reiniger. Unser oben im Bad ist leer. Soll vorkommen. Und Nüdelchen. Geschmacksverstärker, Flavorings,
zum Backen, denn bald geht die Plätzchenzeit los und dann wird, ne, ordentlich gebacken. Marzipan, Lübecker Marzipan, oh, I love it. Ihr merkt schon, ich mag alles, was mit Marzipan zu tun hat. Und ich mag alles, was mit Zimt zu tun hat. Zimtsterne, da sind sie. Es ist Weihnachten bald. Hier ist gerade mal Herbst und ich denke schon an Weihnachten. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, das war's. Ist ja jetzt auch genug gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, drückt dem Video einen Daumen nach oben. Ihr kennt den Bums. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.